Und wir machen fröhlich weiter mit Chapter 2. Das habe ich jetzt hier auch noch nicht gespielt, also ich weiß auch jetzt nicht mehr genau, was auf mich zukommt. Drool. Was heißt, es wird mehr lustige Fails geben und ja, nicht ganz so schnell durch die Levels gejagt werden wahrscheinlich. So, hier unten paddeln also ganz viele von den Grünen rum. Was sagt das Schild? I'm back and just in time. There's a drop of water dangling from that cliff. And I think it might be alive. Yuck! I'm not touching it. The long lost sign painter. Genau, das ist wieder eine neue Art von Goobers. Die brauchen nämlich nur einen, einen Haltepunkt sozusagen. Können nicht wieder detached werden. Aber damit kann ich einfach hier so runterhängend. Okay, also und dann macht das Oinks. Oh, wobei, da muss ich aufpassen, dass ich hier nicht an die Stacheln dran komme. Ja. Gut. So. Und dann kann ich nämlich hier die ganzen kleinen grünen Kerlchen aufsammeln. So, kommt alle her, alle mitkommen. Und jetzt muss ich mich hier irgendwie reinbauen, ne? Aber mal gucken, wie das wird. Reicht das schon? Aha, guck an. Oh, da ist was gerissen. Na, krieg ich noch ein paar mehr mit hier. Du noch. Den vielleicht auch noch. Den auch noch. Okay, das hätten wir schon mal ohne große Probleme geschafft. Weiter im Text. Fly away, little ones. Das klingt so, als müssten wir wieder irgendwas mit Luftballons machen. Ein Multiterrain-Hover. Hover Mobile, ah ja. Da kann ich mich sogar noch ein bisschen dran erinnern. For miles around, there were reports of a giant spinning wheel in the sky. Everyone is crazy but me. The Sign Painter. Denkst du, Sign Painter? Da unten ist unsere Pipe. Hier sind böse Stacheln. Was ist das hier, so eine Vagina Dental? Somewhere on this island is a power source, and it generates electricity for the entire world. Lately, its output has been less than satisfactory. It looks like it's going to rain tomorrow, the Sign Painter. Sehr aufschlussreich, Mr. Sign Painter. Was ich jetzt hier machen kann. Ups. Wenn ich hier einen wegnehme? Nein. Andersrum. Doch nicht.
Dann drehen wir uns ein bisschen und kommen damit immer ein bisschen weiter voran. Jawohl, so ist es. Das heißt, mit dem ganzen Gestrüpp kann ich jetzt auf diese andere kleine Insel darüber fliegen. Mir die Goo Balls holen und die dann irgendwie hier runter fliegen lassen, sodass wir in der Pipe landen. Nach Möglichkeit. Wie weit muss ich noch? Ein bisschen noch. So größere Schritte? Gar keine. So, da sind wir fast. Schwebt langsam hinab. Schwebt schneller hinab. Wow, bleibst du wohl hier? So. Ja, gib mir die. Und jetzt machen wir das Ganze umgekehrt wieder. Aber du bist zur Mitte. Und vor allem am besten in die richtige Richtung. Also hast du dran. Komm schon, schneller hier. La la la. Die Goo-Balls flogen und wunderten sich, was los war. Wie sind wir hier hochgekommen? Und wie wollen wir wieder runterkommen? Und vor allem, wie wollen wir heile hier herunterkommen? Doch in Wirklichkeit machten sie sich gar keine solchen Gedanken, weil ihre Gehirne viel zu klein waren und sie viel zu lecker schmeckten. So, das sieht doch schon ganz passend aus jetzt hier eigentlich. Scheiße. Ah, fuck. Ich bin zu blöd. Tja. Das noch zwei oder noch einer? In aller... Ja, alles zerstört, was da war. Uff. Die können hier nicht rein. Das war ganz schön knapp. Nun denn. Geschafft ist geschafft, nicht wahr? Blustery Day. Here come the windmills. Oh, hier scheint es recht windig zu sein.
The windmills were supposed to be a source of cheap, clean energy to power the entire world, but there weren't enough. And a different source of energy had to be found. Da wollen wir hin. Ja, da muss ich so eine lange Schnur hier drüber bauen, nämlich. Getragen von Wind, das uns ermöglicht, über die Windmühle zu reisen. So. Aber erstmal die Luftballons da hier oben bringen. Na, machen wir mal vorsichtig hier. Wegnehmen, ohne dass das alles zusammenbricht. Ja, sieht das so aus. Auch den noch wegnehmen. Vielleicht sogar den. Ah, da müssen wir noch ein Stück skinnen. Allerdings. Die große Gefahr ist jetzt natürlich, dass ich hier irgendwie wieder runterplumpse gleich. Das sieht noch alles gut aus. Bin ich ja eigentlich schon lang genug hier fast, ne? Da muss ich hier das Ganze fast ein bisschen absenken. Upsala. Oha, 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 oha. Das sieht aber sehr gefährlich aus. Muss ich die einfach noch schwerer machen hier. Komm schon. Da habe ich auch noch genug über. Na Gott sei Dank. Na Gott sei Dank. Das wäre passiert, wären wir in die Windmühlenflügel reingerast. Musik.